Willkommen, Freunde, zurück bei The Witcher. Der Typ soll ja hier irgendwo sein, ja, in dem Haus. Ich finde ihn aber nicht. Er ist nicht da. Und ich finde auch keine. Keine. Das sollte ich mal versuchen. Aber ich finde keine Information, wo er sein könnte. Lasst euch nicht töten! Hi. Früher schätzte man Blumen. Nun pflanze ich nur noch Tulpen an. Ach so. Anscheinend. Tup. Naja. Wo ist denn der Typ, dass du... Lagerfeuer, sowas gibt's ja auch. Bin ich ja auch nicht. Wer bist du? Hi. Seid ihr ein Hexer? Woher wisst ihr das? Jüngst sah ich einen wie euch und fragte den Geistlichen. Seinen Namen erfuhr ich nie, aber er wollte in die Stadt. Hat man ihn nach Visima gelassen? Ich weiß nicht. Er fragte den Geistlichen etwas. Vielleicht bat er um Hilfe. Sonst noch etwas? Nichts, was nicht schon gesagt wurde. Das hilft mir nicht wirklich weiter. Hm? Das Fleisch riecht seltsam. Das Fleisch riecht seltsam. Von welchem Tier stammt es? Seid ihr zum Riechen oder zum Kaufen hier? Man sollte eine Frage nicht mit einer Frage beantworten. Wo ich mein Fleisch herbekomme, geht euch nichts an. Wenn ihr nichts kaufen wollt, dann macht Platz für die anderen. Also die Leute stehen nicht gerade Schlange. Hm? Erzählt mir mehr von dem anderen Hexer. Mehr weiß ich nicht. Erzählt mir einfach alles noch einmal. Er sprach mit dem Geistlichen, dann ging er. Er wirkte verängstigt. Danke. Hm? Wer jetzt, der Geistliche? Auf dann. Oder der Hexer. Wenn ich erwachsen bin, werde ich Barfrau. Ihr seid groß und hässlich. Interessant. Hier gibt es auch nirgendwo ein Lagerfeuer, wo wir meditieren können. Damit, denn ich denke mal, hier unten kommt dann... Nirgendwo ein Feuerchen. Seid gegrüßt, edler Fremder. Ihr seid? Harenbrock, Kaufmann und Zwischenhändler, stets zu Diensten. Was führt euch her, Hexer? Was habt ihr anzubieten? Ich nehme an, der Geistliche schickt euch. Natürlich. Warum glaube ich euch das nicht? Ewige Feuer? Ein Geschenk des Geistlichen? Jetzt könnten wir meditieren. Na also. So. Gewandtheit können wir... Ist das grün, weil wir das... Ach so. Stärke. Stärke Stufe 1, Stärke Stufe 2, Stufe 5.
Schaden plus 5, Parieren plus 5, Vitalität plus 25. Okay, gut, jetzt so geht das also. Okay, du bist noch da. Hexer! Der Geistliche schickt mich. Der Geistliche schickt mich. Er denkt, ihr braucht einen Hexer. Stimmt, die Toten kommen nachts aus dem Fluss. Eine grauenhafte Kälte kommt vom Wasser her. Helft mir, ich scheue keine Kosten. Ich helfe im Tausch gegen Informationen über die Salamander und gebe noch 100 dazu. Ich helfe im Tausch gegen Informationen über die Salamandra. Und gebe noch 100 Orens drauf für meine Ausgaben. Ich hab schon gehört, dass ihr sie sucht. Die Salamandra bringen nichts als Ärger. Aber egal, wir sind uns einig. Diese verdammten Untoten. Sie verscheuchen die Kunden und zerstören meine Kisten. Und dies ist wertvolle Fracht für einen speziellen Kunden. Der Typ hat einen Sprachfehler. Wo kann ich diese Ertrunkenen finden? Wo? Am Flussufer. Sie kriechen nach Einbruch der Dämmerung aus dem Wasser. Verstehe. Hexer! Was verkauft ihr denn? Eigentlich alles. Aber es sind schwere Zeiten. Daher ist die Auswahl begrenzt. Zeigt her. Der Kunde hat immer recht. Ohoho. Fremde in der Nacht. Ein Schaden minus 20, heißt das jetzt, dass der... Aha. Okay, ist das hier? Schildbrechen 30%, Doppelklick und so... Was kostet das Ding denn? Da, 200. Wow. Wir haben 12, ja? Das heißt, wir können uns überhaupt nichts kaufen, wir haben kein Geld. Gut. Hexer! Dann warten wir mal bis kurz vor Einbruch der Dämmerung, würde ich sagen. Machen wir es mal so. Dann werde ich mal eben im Tagebuch die Quest dann aktualisieren. Ja, doch war sogar das Tagebuch. Tun kann ich die gar nicht. Doch, ach, es ist schon aktiv. Gut. Halt die Frage, wann ist hier Einbruch der Dämmerung, ne? Wow, hier war sogar eine Feuerstelle, die habe ich ja mal komplett übersehen. Wer bist du denn? Achso, so ein Raufbold. Dieses Schwert auf eurem Rücken gäbe ein gutes Ruder ab. Warte mal hier. Müssen wir nur noch auf die Ertrunkenen warten. Es müsste doch eigentlich hier bald Nacht werden, oder nicht? Ja, die Sonne geht ja schon unter da hinten. Einbruch der Dämmerung. Die
Mal eben hier rein. Schwupp. Mal gucken, ob hier jemand drin ist. Solche schon wieder. Können wir auch direkt wieder gehen. Den gebe ich mich erst gar nicht ab. Also ich würde ja mal vermuten, dass die da hinten rauskommen. Huch. Weil da hat man eigentlich genug Platz zum Kämpfen dann. Müssen wir halt ein bisschen warten. Hier die ganzen Ratten, ey. Uah. Ganzen Ratten hier. Ah, hier sind Frösche, okay. Ein paar Tauben. Ich würde die gern verfolgen. So, ah, guck mal, ist sogar noch. Ach so, das auf der Karte markiert ist das Haus, ne? Oder? Ne, es sind hier die Waren, also wirklich hier. Okay, das heißt, wir werden hier jetzt warten. Wir werden hier jetzt einfach warten. Und ich weiß ja nicht genau, wie lange. Ah, jetzt steht hier nachts. Warte mal, gehen wir nochmal da zum Lagerfeuer. Dann beschleunigen wir das Ganze jetzt doch noch ein bisschen. Für mich klang das erst so, als kämen die in der Abenddämmerung. Aber wenn sie nachts kommen. Also wirklich nachts kommen, würde ich mal sagen, wir machen das so. Und ist schon dunkel genug? Ja, es sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. Bin ich jetzt richtig? Jawohl. Ah, hier ist doch. Hier ist niemand. Nichts. Vielleicht habe ich jetzt genau zu lange gewartet, oder wie? Nacht am Flussufer spuken. Also ich sehe hier jetzt im Moment nichts. Ich weiß ja nicht genau, ab wann hier nachts zählt, also. Ich würde, für meine Begriffe ist es nachts, weil hier oben ist auch der Mond. Es ist 21 Uhr, hallo? Ort gefährlich. Ja, wir warten einfach mal. Okay, ich kann sogar. Da musste doch was sein.
Aha. Ja. Zack. So, einfach immer weiter drauf. Uiuiui. Das sah lustig aus. Die halten ganz schön was aus. Die. Was ist das? Nein. So, jetzt war's das. Kertmel Hafkaren. Seid gegrüßt. Ich bin eurer Sprache nicht mächtig. Nein, Deune, esse fad gern. Ihr schüchtert uns nicht ein, Hexer. Wo ist Haren Brock? Er versprach uns Hafka-Spezialitäten. Ich weiß nicht, ob mir euer Ton gefällt. Haren hat euch nicht erwähnt. Ich habe Ertrunkene gejagt. Vatel, nein. Ihr seid kein Einseide, aber auch kein Deune-Abschaum. Wir nehmen einfach unsere Waffen, dann trennen wir uns in Frieden. Das sind Harens Waren. Tut mir leid, Einsede. Rührt diese Kisten nicht an. Hört gut zu, Fatgern. Wir sind ein Teil einer 20-Elfen-Einheit. Unsere Brüder leiden an Krankheiten und Hunger. Diese Kisten enthalten Nahrung, Medizin und Waffen. Wir wollen sie jetzt und sofort, denn wir können uns nicht jeden Tag wie Simas Stadtmauern nähern. Ich verstehe, was ihr meint. Gut. Wir haben keine andere Wahl. Aber ihr schon. Ach komm. Gut. Nehmt die Waren. Wir sind keine Verbrecher. Wir bezahlen. Wir haben Gold, Pelze, Kräuter. Gebt mir nur das Gold. Mit dem Rest kann ich nichts anfangen. Hier. Wir nehmen jetzt, was wir sofort brauchen und holen den Rest später. Die Ertrunkenen sollen euch nicht mehr behelligen. War feil, Fatgern. Lebt wohl. Okay, jetzt müssen wir zu ihm zurück. Mal schauen. Der war hier, glaube ich. Ja. Oh, ups, Entschuldigung. Hi. Hexer! Ich tötete die Ertrunkenen und begegnete einigen Elfen. Elfen? Ich kenne keine Elfen. Die haben euch erwartet. Wer sind sie? Skoyatel oder Eichhörnchen. Junger Anderling, Freiheitskämpfer. Wer sich mit denen abgibt, endet am Strick. Wenn ihr mich verratet, hängt ihr ebenfalls. Ich werde schweigen. Warum gebt ihr euch mit ihnen ab, wenn es so gefährlich ist? Irgendwie muss ich ja meinen Lebensunterhalt verdienen. Wie auch immer, ich habe meine Arbeit getan. Meine Kisten sind also sicher? Ich hab euch unterschätzt. Nur ganz nebenbei, was geschah mit den Elfen?
Wir haben uns unterhalten. Sie sagten, sie würden wegen der restlichen Kisten mit der ganzen Einheit anrücken. Sind die verrückt? Gefährlich für sie so nah bei Visema, wenn jemand Meldung macht. Soll heißen? Skoyatel-Köpfe bringen einen hohen Preis, Hexer. Aber vergesst am besten, dass ihr das wisst. Das geht mich nichts an. Ich will nur meinen Lohn. Und dann erzählt mir von den Salamandra. Hier ist euer Gold. Die Salamandra knöpfen den Dörflern Tribut ab. Wer nicht gehorcht, dem schlitzen sie die Kehle auf und zünden sein Haus an. Wo kann ich sie finden? Fragt den Geistlichen. Er wird entscheiden, wie viel ihr wissen sollt. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn sie verschwenden. Lebt wohl. Ja, toll, der Geistliche, das ist der, den wir nicht finden. Noch ein Stufenaufstieg, okay. Sehr schön, dann können wir direkt wieder am Feuer meditieren und das passt auch ganz gut, weil der Part. Ich hab dieses Mistvieh nicht gesehen. Ich hab es nicht kommen sehen. Na gut. Wir haben ein neues Talent erworben. Wir sind ein beginnender Hexer. Ah ja, was machen wir jetzt? Ein bisschen Gesundheit. Ach, nee. Gewandtheit steht hier, nicht Gesundheit. Aha. Also das ist doch das, was wir schon haben. Hatten wir das hier? Das hier hatten wir. Oder machen wir Intelligenz. Der Hexer wird intelligenter. Oh, Stufe 2 von Zeichner, ha? Okay, Freunde, aber ich würde mal sagen, das soll es für heute gewesen sein. Wir werden dann beim nächsten Mal hier weitermachen. Und ich sage erstmal bis dann. Und ciao. Ciao.